Willkommen zurück zu Folge 13 von Vampire's Dawn 2, was bisher geschah. Wir schauen uns in der Stadt Syras um, wo zwei Themen die Bevölkerung umtreiben. Der sonderbare Sargverkäufer Stan, was eine RTL-Alliteration, der jetzt nicht unbedingt den Beliebtheitswettbewerb gewinnt, und Diebe, die hier ihr Unwesen treiben. Ein solches Exemplar entdecken wir auch, doch der Langfinger macht sich aus dem Staub. Wir verfolgen ihn durch die Wüste in ein vertracktes Höhlensystem, an dessen Ende ein Teleporter in ein weiteres, diesmal grasbewachsenes Höhlensystem steht, was uns wiederum nach Mestor führt. Puh, Mestor ist allerdings streng bewacht. Währenddessen erobern Jaina aka Gadar und Raron aka Gorgoth die Burg Yola aka der Ort, wo sich Nyria, Asmos Kleia und Sir Aaron befinden. Es kommt zum Geschwisterduell. Die angestaute Wut auch über den Tod von Jonah entlädt sich und Nyria greift ihre Schwester an. Erfolglos, denn die besessene Jaina kann dem Wurfmesser ausweichen. Nyria lässt sich von dem Amulett, das Raron trägt, ablenken, und dann schlägt Jaina zu und verwundet Asmos Kleia kritisch. In letzter Not schafft es Sir Aaron, einen Teleportstein zu nutzen, doch Burg Yola ist verloren und Asmos Leben hängt am seidenen Faden. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich befinde mich genau da, wo ich in der letzten Folge unterbrochen habe. Wo auch sonst? Ich bin mal bis zum Ende des Spiels vorgesprungen. Nein, wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich in diesem Waldstück. Mit von der Partie ist, was ist hier los? Sir Aaron scheinbar und Asmos Kleia, und die wechseln bunt durch. Ich darf mir jetzt aussuchen. Die glitschen so ein bisschen. Nein, also ich habe Sir Aaron mit von der Partie. Asmos Kleia ist ein wenig gedamaged. Jaina sei Dank, aber zumindest blinzeln kann er noch. Also scheint er bei Bewusstsein zu sein. Ansprechen kann ich ihn aber nicht. Rennt er mir hinterher? Oh, das ist ja schön. Ich weiß nicht, wie zuträglich das dem Heilungsprozess ist, wenn man mit einer klaffenden Wunde in der Brust einfach mal so einen Gewaltmarsch durch den Wald absolviert. Aber wie ist das beim Sport? Ne? Einfach rauslaufen. Wenn man irgendein körperliches Gebrechen hat, einfach rauslaufen. Ne? Ich kann da nicht aus Erfahrung sprechen, weil meine Erfahrungen mit Sport sind eher wenig ausgeprägt und sehr wenig erfolgreich. Ne? Aber ja, also er scheint mir hier jetzt so ein bisschen hinterher zu dackeln. Ebenfalls mit von der Partie ist ein vierter Krieger, wahrscheinlich einer aus dem Clan der Heiligen Krieger, den ich auch bei mir in der Party habe. Genauso wie Nyria ist er Level 20 und Mensch. Ausrüstung, mal gucken, was er so kann. Stahlschwert, Eisenschild, Clanrüstung. Also er hat eine bisschen bessere Abwehr, aber vielleicht liegt das auch an der besseren Rüstung. Aber Moment, ich kann ja den Kampfschild ausrüsten. Das habe ich in der letzten Folge nicht getan. Ich habe ja gedacht, es gäbe ein einziges Inventar, das die sich teilen, und wollte das dann irgendwie in die Vampirparty schmuggeln. Das ist mir aber nicht gelungen. Dementsprechend darf Nyria das jetzt ausrüsten. Aber ich weiß jetzt nicht, Ritter klingt so... Ich weiß nicht, wie lange der bei mir in der Party bleibt. Deswegen habe ich mal die Idee, ich könnte doch jetzt mal eigentlich ihr die ganzen coolen Rüstungsgegenstände mal geben, sodass sie dann ein stärkerer Charakter ist. Ist das, klingt das nach was? Sie hat auf jeden Fall die bessere Klinge, und dann habe ich jetzt mal gedacht, also Nyria ist mir dann als Person wichtig. Ich weiß nicht, ob das totaler Bullshit ist, was ich hier mache. Aber ja, so denke ich, komme ich zurecht. Ich glaube, es wurde in der letzten Folge auch erklärt, dass Sir Aaron jetzt erstmal ihn verarztet. Deswegen so Suspension of Disbelief. Wir müssen jetzt einfach mal glauben, dass er die ganze Zeit ihn durch die Gegend schleppt. Huckepack. Hier gibt es einen Frosch, mit dem ich nicht interagieren kann. Zu diesem Wald sei Folgendes gesagt. Es wurde mir schon mehrfach in der Kommentarsektion genannt, dass der ordentlich tricky ist, denn das Map-Layout ist alles andere als intuitiv. Man kann sich hier sehr gut verlaufen, und hier sehe ich schon die erste Schatztruhe. Ja, ich würde sagen, das könnte sich, hier ist noch eine Schatztruhe, meine Güte. Hier werde ich aber links und rechts mit Schatztruhen versorgt. Und hier ist auch schon der erste Gegner. Nehme natürlich mal mit. Oh, drei Stück. Ich weiß ja immer noch nicht, wie dieser Nyria Subplot letzten Endes... Achso, ich könnte mal nach Techniken gucken. Er hat keine, sehr gut. Giftpollen. Oioioioioi. Die kriegen es aber jetzt ordentlich ab in puncto Vergiftung. Oder ihr jetzt zumindest. Sie hat den Messerwurf, zielt auf lebenswichtige Organe. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist ein Pilz und der hat keine lebenswichtigen Organe. Mir wurde das ja auch als Feedback gesagt, ich solle mich mehr an dem Offensichtlichen orientieren. Dann mache ich das. Auf jeden Fall halten die Viecher ordentlich was ein. Achso, ich könnte auch mal seine Vergiftung heilen. Genau, ein Hinweis von meiner Seite wieder. Ich habe es erwähnt, deswegen heute, meine Stimme ist noch so ein bisschen angeschlagen. Mir geht es auch schon wieder besser, aber ich habe den Rest der Woche mit einer Erkältung verbracht. Habe ich denn irgendwas, um zu heilen? Nö. Halsstarre und tot, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich
jetzt als Statuseffekt sehen. Genau, ich war erkältet, mir geht's wieder besser, aber meine Stimme ist noch nicht zu 100% so weit parat. Und ja, bin selbst auch noch nicht zu 100% fit, aber the show must go on. Ich will euch natürlich weiterhin mit neuem Vampire's Dawn Content versorgen. Genau. Auch zu diesem Wald werde ich in den Sprungmarken... lasst mich eure Vergiftung heilen. Ja gut, das ist praktisch, dass man nach dem Kampf... Vielen Dank, Sir Aaron. Dass man nach dem Kampf geheilt wird von Sir Aaron, wahrscheinlich, weil man weiß, dass der Spieler zu diesem Zeitpunkt noch keine Heil-Items hat. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Und ja, mal sehen, ob ich mich auch so kolossal verlaufe, wie das andere vor mir getan haben. Ich will jetzt erstmal gucken, dass ich diese gelbe Schatztruhe bekomme. Weiß nicht, ob ich das jetzt gerade gut anstelle. Ich glaube, ich bin jetzt im Kreis gegangen. Da bin ich mir jetzt relativ sicher. Vielleicht komme ich hier zu dieser Schatztruhe. Genau, wie in den anderen Folgen bisher auch gehabt, seht ihr, hier ist die Schatztruhe. Sage ich's doch. Speichersteine halten. Gibt es unten hier in diesen Sprungmarken wieder die Möglichkeit zu überspringen, wenn ihr die YouTube, glaube ich, Web-App nutzt, ne, also einfach auf youtube.com mit eurem Desktop-Rechner geht, könnt ihr auch unten hovern. Ansonsten gibt es die Sprungmarken in der Description. Für all die Leute, die eben auf dem Fernseher spielen, oder nicht spielen, sondern zugucken, für die tut's mir leid. Da kann ich leider nicht unterstützen. Ah, hier ist noch eine Schatztruhe. Ich habe eine grüne Schatztruhe gesehen. Das sind meine einzigen Fixpunkte, die Schatztruhen. Genau, ich werde die optionalen Dinge ab jetzt immer kennzeichnen. Ich habe gesehen, dass das einige von euch nutzen. Ich kann ja immer sozusagen bei YouTube nachvollziehen, was ich jetzt letzten Endes, wo ihr guckt, wo ihr überspringt, wo Fragmente sind, wo bestimmte Leute halt einfach mal skippen. Und ich würde einfach mal sagen, deswegen biete ich euch das gerne weiterhin als Service an. Ich möchte euch nicht langweilen. Das ist das Gegenteil von dem, was ich möchte. Freue mich natürlich aber auch, wenn ihr über die gesamte Distanz des Spiels, inklusive optionaler Dungeons, Erforschungen, NPCs, bei mir bleibt. Jetzt, da ich weiß, dass ich nach dem Kampf geheilt werde oder zumindest entgiftet werde, ist das für mich weniger ein Problem. Und allgemein sind die Viecher auch eher mit... Ja, danke, Sir Aaron. Danke. Das finde ich nett gemacht, dass man je nachdem, wer vergiftet war, auch andere Statements bekommt. Aber ja, ich habe Heilflaschen. Es ist natürlich ein bisschen gucken. Ich muss gucken, dass ich ein bisschen damit haushalte. Die bringen 250, daher werde ich ihn jetzt nochmal einen Kampf machen lassen. Genau. Hier scheint es mir dann wieder auf der unteren Flur zurückzugehen. Zu eben, genau, dieser Map. Und dann müsste ich doch irgendwo... Okay, verstehe. Aha, hier ist ein weiterer Gegner. Nehme ich den mit? Ich nehme den mit. Ich würde sagen, ab hier überspringe ich die Kämpfe, weil so wirklich spannend ist das jetzt hier nicht. Ich kann nicht besonders viel tun. Auch dieser Kampf ist absolviert. Sir Aaron ist so lieb und heilt uns eben. Finde ich eine sehr nette Geste von ihm. So, jetzt muss ich irgendeine Möglichkeit finden, diese grüne Schatztruhe zu bekommen. Das ist mir auf jeden Fall wichtig, hier die ganzen Schatztruhen mal mitzunehmen. Geht's hier irgendwie rein? Wäre noch schöner, wenn es hier auch noch Geheimgänge gäbe. Wahrscheinlich gibt es irgendeinen Geheimgang und ich bin nur zu blöd, ihn zu finden. So, wenn ich jetzt hier nach oben gehe, dann müsste die Schatztruhe doch auf mich warten. Einfach hier mal so lang sneaken und dann müsste hier rechter Hand die Schatztruhe sein. Ha! Ist hier noch irgendwas? Ist nicht hier irgendwas? Ha! Ha! Geil! Trank der Ewigkeit erhalten. Geheimnis gefunden. Ha, da seht ihr mal, Leute. Ist das jetzt eine einzelne Geschichte oder darf ich jetzt alles... Nee, ich lasse das, weil das wäre wirklich auch zu langweilig. Genau, ansonsten habe ich die letzte Woche in erster Linie in der Horizontalen verbracht. Und das ist jetzt nichts Versautes, sondern ich musste mich von meiner Erkältung erholen. Ist immer richtig schön, wenn man dann auch noch, ich habe am Anfang der Woche dann auch noch gearbeitet, schön immer so mit Schal und irgendwie in Covid-19-Zeiten in Meetings hängt. Da darf man erstmal erklären, dass man, nein, man hat keinen Covid-19, zumindest denkt man es nicht. Weil man einfach erkältet ist, Schleim hat etc.
aber die weiteren Symptome, geht's hier irgendwie lang? Nee. Weiteren Symptome habe ich nicht, deswegen habe ich jetzt einfach mal gemutmaßt, das ist eine Erkältung und auch der Verlauf ist, yo, was haben wir denn hier? Ist das, was ist das denn hier bitte abgefahrenes? Feinde lauern euch auf. Das ist auf jeden Fall ein anderes Kaliber und dann sage ich mal, das könnte lebenswichtige Organe haben. Das sieht mir aus wie ein Frosch. Verfehlt. Okay, das ist ja toll. Ja, Weltklasse hier. Interessant, beide Menschen haben null Blutpunkte, logischerweise. Genau, also meine Woche war viel damit geprägt zu schlafen. Ich habe jetzt, glaube ich, von Mittwoch auf Donnerstag ganze 20 Stunden im Bett verbracht. Mit kleineren Pausen. So sah auf jeden Fall meine Freizeit aus. Aber ich bin richtig happy und voller Tatendrang jetzt wieder. Ach, meine Güte, könnt ihr mal treffen, euch die Let's Plays zu servieren. Ich hab's vermisst. Ich habe ein wenig Horizon Zero Dawn gespielt in der Zwischenzeit. So zwischen meinen Pausen. Fieber hatte ich keins, glaube ich. Genau, ich habe Fieber gemessen. Es ist sehr wichtig, euch jetzt akkurat über meinen Gesundungszustand aufzuklären. Hier gibt es ja noch mehr. Komme ich da lang, wenn ich hier so drüber gehe? Ja, da komme ich doch hin, Freunde. Genau. Nee, also ich hatte keinerlei Symptome, die auf eine schwerwiegendere Erkrankung schließen lassen. Mir geht's auch schon wieder gut. Ja, ein bisschen merkt man es noch, steckt es in den Knochen drin. Trank der Ewigkeit. Ja, okay, also ich hätte jetzt ehrlich gesagt lieber ein paar Heiltränke. Ich glaube, ich verteile die mal. Heilbalsam geringfügige Wunden, das kann man doch mal nutzen. Und dann sollten die den nächsten Kampf doch absolvieren können, ohne schmerzhafte Todeszustände. Hatte ich noch? Ich hatte diese blaue Schatztruhe gesehen. Die ist mir natürlich jetzt noch ein Anliegen, dass ich die finde. Dann, glaube ich, die rechte Hälfte des Bildschirms haben wir noch nicht so richtig erkundet, glaube ich. Hier, diese Schatztruhe. Ich glaube, da komme ich von unten ran. Wenn ich jetzt hier also mal durchgehe... Okay, wo ich auch noch nicht lang bin, ist hier oben. Okay, hier geht es scheinbar nicht lang. Okay, verstehe ich. Dann gehe ich mal hier lang. Hier nach oben. Und dann hoffentlich finde ich die Schatztruhe. Hier dann einfach nach links. Geht's hier lang? Ach, guck mal, da unten rechts. Da sehe ich was. Ist das ein Geheimgang oder geht's da wirklich auch lang? Also hier komme ich scheinbar nicht lang. Okay, dann würde ich mal sagen, geht es weiter in diese Richtung. Genau, ich habe Horizon Zero Dawn angefangen zu spielen auf der PS4. Ganz für mich alleine, ist für mich auch eine neue Erfahrung, mal Spiele für mich zu spielen. Komme ich auch nur dazu, wenn ich Urlaub habe oder sonst wie krank bin. Klingt jetzt so, als ob Urlaub eine Krankheit ist. So, jetzt habe ich diese Schatztruhe hier erreicht. Speicherstein, immerhin. Also es lohnt sich schon, diese Schatztruhen abzugrasen. Ich habe gehört, dass in Vampire Stone 2 die Systematik so ist, dass sie zufallsgeneriert sind. Das heißt, je nachdem, welche Qualität die Schatztruhen haben, bekomme ich unterschiedliche Random Items zur Verfügung gestellt. Ich muss mal gucken, geht's jetzt hier lang? Hier ist auf jeden Fall, ich finde die Fauna hier, es ist richtig hübsch. Man hat hier ein Reh, das scheint doch überhaupt nicht scheu zu sein. Viele Vögel, da passen unsere blutenden Ritter doch ziemlich gut rein. Hier ist noch ein Gegner. Ich bin ja so ein Item-Hoarder, wie man so schön sagt, so ein Item-Messi. Ich versuche ja die Items bis zuletzt zu behalten, ne, und oh Gott, verschiedene Wege hier, die man einnehmen kann. Ah, ich verstehe, jetzt bin ich hier. Ich verstehe, ich bin auf der anderen Seite dieser... Ich glaube, hier bin ich letztes Mal runter. Okay, verstehe. Jetzt ergibt es Sinn. Jetzt müsste ich in der Map ganz im Nordosten sein. Okay, dann gehen wir mal in südliche Richtung. Weil ich habe bisher nirgendwo gesehen und es scheint mir jetzt weiter nach Süden zu gehen, als ich es bisher irgendwo anders hinbekommen habe. Ich würde sagen, also mein Problem ist so ein bisschen... Ah, hier haben wir noch eine Schatztruhe. Die habe ich doch. Achso, und jetzt heile ich mich mal. Uno, dos.
Erstmal zur Schatztruhe und dann kriegen wir noch mal ein Highlight. Zwei Heilflaschen erhalten, dann sieht man's doch. Das ist doch das Glück des Tüchtigen hier. Genau das, was ich gerade ausgegeben habe. Na komm, Bro. Oi, zwei auf einmal? Ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt erstmal mit Fokus um dieses Vieh. Denn das kann mich vergiften. Ich würde sagen, diesen Kampf machen wir mal. Verfehlt, sehr schön. Ich glaube, beide können mich vergiften, oder? Auf jeden Fall wollen wir erstmal das Vieh besiegen. Ja, ist kein so hyperspannender Kampf, muss ich dann doch dazu gestehen. Aber man muss dem Spiel auch mal die Gelegenheit geben, sich zu entfalten. Nee, also ich habe mir zum Ziel gesetzt, euch in Zukunft, das werden jetzt diejenigen, die übersprungen haben, wahrscheinlich nicht mehr hören, aber generell Sprungmarken zur Verfügung zu stellen. Einfach, weil ich der Meinung bin, dass das so ein Quality-of-Life-Feature ist. Mir geht es ja darum, euch zu unterhalten. Und wenn euch bestimmte Segmente dieses Spiels nicht unterhalten, bin ich ein großer Fan davon, euch das optional zur Verfügung zu stellen, es zu überspringen. Ich freue mich, wie gesagt, um jeden, der über die volle Distanz dabei bleibt. Dann kann ich eben solche langweiligeren Phasen auch mal nutzen, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ein paar Dinge euch zu erklären. Genau. Das Schöne daran ist, dass wir jetzt hier die Möglichkeit haben, also dieser Gegner scheint uns Heilbalsam zu geben. Und die haben schon richtig gut reingehauen, das kann man nicht anders sagen. Also es war auch ein Kampf, der mir definitiv, da habe ich ein paar Federn gelassen. Okay, scheinbar geht es hier nicht lang, sondern ich muss einmal rundum. Ah, hier ist noch ein Gegner. Ja gut, da habe ich jetzt keine Wahl. Gut, den überspringe ich mal. Aha, und jetzt haben wir ein Level-Up und ich habe den Rundumschlag gelernt. Na, das ist ja was. Er hat den Rundumschlag gelernt. Das finde ich mal interessant. Er trifft alle Gegner. Ich heile Nyria mal, auch wenn es ein bisschen Verschwendung ist. Ich bin da so ein bisschen skeptisch. Nee, aber ich bin, das meinte ich mit Item-Messe. Ich bin irgendwann so jemand, der dann am Ende des Spiels irgendwie 99 von jedem Item hat und die noch nie irgendwie verwendet hat. Also ich nutze viel lieber Zauber, um mich zu heilen, als irgendetwas anderes. Zum Beispiel Items, die dann irgendwann nicht mehr zur Verfügung stehen, weil ich sie aufgebraucht habe. So wie das funktioniert, wenn man Dinge konsumiert. Komisch. Ich muss gucken, dass ich diese Schatztruhe jetzt bekomme, weil das mir essentiell wichtig ist, die jetzt mitzunehmen. Und das geht, indem ich hier runtergehe, glaube ich. Ja. Ansonsten, nicht viel los, so in meiner Welt. Ich habe die 300 Abonnenten geknackt. Vielen Dank dafür. Das ist sehr schön. Ich habe mal geguckt. Irgendwie für die ersten 100 Abonnenten habe ich so 1700, 1800 Tage gebraucht. Für die zweiten 100 habe ich so 250 Tage gebraucht oder 280. Und für die dritten 100 nur 90. Also es ist irgendwie, es beschleunigt sich. Ich freue mich natürlich immer, neue Gesichter hier auf meinem Channel willkommen zu heißen. Habe es aber auch schon mehrfach betont, dass ich jetzt keine großen Ambitionen hiermit habe. Aber ich freue mich, wenn sich so viele von euch hier unterhalten fühlen. Das ist aber auch hier eine interessante... Was haben wir denn hier? Feinde lauern euch auf. Das ist ja... Was ist das denn hier für ein Vieh? Das sieht mir auf jeden Fall so ein bisschen... advanced aus. Gut, bisher nicht die große Herausforderung, aber ich glaube, das größte Problem... Ach ja, ich könnte ja auch mal den Rundumschlag machen. Auch da wieder, ich habe das, glaube ich, bei unterwegs in Düsterburg, habe ich herausgefunden, dass es sich erst lohnt, den Spell zu machen, wenn man drei oder mehr Gegner hat. Dann sozusagen macht man in Summe mehr Schaden. Ja, ich glaube, ich komme dann jetzt nicht dran vorbei, weil dieser Frosch den Weg blockiert. Dann seht ihr jetzt aber mal den Rundumschlag in Aktion. Das werde ich euch nicht vorenthalten. Oder auch nicht? Ja, wenn du einen Critical Hit machst, meinetwegen, ich halte dich nicht davon ab. So, jetzt aber. Ich gehe mal hier hin und hoffe, dass ich da auf diesen Berg hochkomme, um mir die Kiste zu snatchen. Jawohl! Ich glaube, ich war eben auch schon auf diesem Berg, oder nicht? Also ich bin echt überrascht, wie gut das gerade funktioniert, ne? Also, zumindest mit den Schatztruhen. Stachelringe halten. Na, guck an. 85. Schön.
gebe ich ihr. Ich weiß nicht, ob mein Ritter sich jetzt irgendwie diskriminiert fühlt, weil ich ihm keine Items gebe, aber ich bin so ein bisschen vorsichtig, wenn Leute keinen Namen haben. Und ein generisches Faceset. Da bin ich meistens so ein bisschen skeptisch, ob die lange in meiner Party bleiben. Und dann skille ich lieber, also es gibt ja immer diesen Effekt, den man in RPGs hat, wenn man einen Charakter verliert, dann verliert man seine gesamte Ausrüstung. Und dann gebe ich ihm lieber zweite Klasse Equipment, ne? Dass, wenn ich ihn verlieren sollte, das Equipment nicht unwiederbringlich verloren ist. Finde ich eigentlich eine ganz smarte Geschichte. So, Rundumschlag. 15 und 16. Jetzt muss man gucken, wie viel macht er bei einem regulären Angriff. Und dann gucken wir, ob sich das mit dem insgesamten Schadensoutput lohnt. 28. Also es lohnt sich schon. Gerade ab 3 Gegnern wahrscheinlich. Weil meistens sind diese Zauber, die alle betreffen, ja so, dass die sozusagen für das Individuum weniger Schaden machen, aber insgesamt dann für die Gruppe. Heißt, es gibt Spiele, die teilen das auf. Ich glaube, Final Fantasy funktioniert so, dass wenn du halt... Ach so, hier, guck mal, scheint schon weiterzugehen. Aber ihr kennt mich doch. Da muss ich natürlich hier auch noch erkunden. Und hier haben wir noch eine Schatztruhe. Heiltrank. Boah, geil, ein Heiltrank. Ist hier sonst noch was? Nee, hier geht's nur einmal rum ums Karree. Ist hier sonst noch irgendwelche Geheimgänge oder sowas? Hier so? Nee, okay, also... Geht's hier? Also entweder habe ich jetzt extremst Glück gehabt, ne? Oder aber ich fand es jetzt schaffbar vom Layout her. Es war ein bisschen vertrackt. Ich glaube, am Ende bin ich einmal ums große Karree gegangen. Wir haben es geschafft. Asmos, wie geht es dir? Oh, ich habe 3 Kilometer gerade gemacht, aber ansonsten alles easy. Schnell, das Schiff ist dort vorne. Und Jaina, wie konntest du sie nur entkommen lassen? Verdammt! Dieser verfluchte alte Mann. Nun ja, die bekommen wir schon noch. Früher oder später. Früher wäre mir aber lieber gewesen. Mensch, Gadar, da kann man auch ein bisschen Geduld walten lassen. Nun, wir sind jetzt mehrere tausend Jahre tot gewesen oder als Schattengeist oder wie das heißt. Da kann man auch ein bisschen Geduld. Wir haben die Burg und damit die dritte Steintafel. Unser Feldzug hat begonnen. Wovon hat dieses Mädchen eigentlich gesprochen? Was hast du da für ein Amulett? Das hier? Das trug der Kerl bereits, dessen Körper ich gerade kontrolliere. Also scheint es eine Connection zwischen Myria und Raron zu geben. Also Raron im Sinne von Raron und nicht im Sinne von Gorgoth, der Raron besitzt gerade. Steuert, lenkt. Wo hast du ihn denn gefunden? Nun, Gadar, nachdem du mich ja vor kurzem aus dem Buch befreit hattest. Okay, verstehe. So, Gorgoth, nun will ich dich mal aus deinem Verlies befreien. Verflucht sei Pharao Ustra. Eras Lomturnitra. Ras Ol Magne Rudul. Tronum Kergas Nugan. Gewollte er muss dabei sein, das hilft dem Flair ungemein. Aha. Willkommen zurück, Gorgoth. Ich würde vorschlagen, du suchst dir erst einmal einen netten kleinen Körper und kehrst dann zurück. Die Welt wartet auf uns. Ja, definitiv. Die Welt wartet total auf euch. Sorry. Und so suchte ich eine Weile nach einem Körper, der mir nicht nur optisch, sondern auch kräftemäßig angemessen erschien. Und der wohnt da in seiner Holzfällerhütte und ist Holzfäller von Beruf. Und mit seiner Holzfäller-Axt geht er seiner Holzfällertätigkeit nach. So ein bisschen. Ich bin der kleine Schattengeist. Das ist das Soundeffekt. Blau. Klingt ungefähr so, als ob ich 20 Bier zu viel drin habe. Und so kam ich nach einiger Zeit zu einem Haus weit entfernt von allen Städten dieser Welt. Zwischen Bäumen und Hügeln und der Gestank von trauriger Einsamkeit hing in der Luft. Bitte? Er hat das Einsiedlerleben gewählt, ne? Jetzt in Zeiten von Covid-19, wer lacht jetzt? Ne? Er hat das perfektioniert, bevor wir dazu gezwungen wurden. Er war nicht perfekt, schließlich nur ein Mensch und kein Vampir. Aber für den Augenblick sollte mir dieser Körper genügen. Frage?
Warum beißt Jaina ihn nicht, Charon? Wobei, dann ist er ein Vampir der vierten Generation und... Ja, wir kennen, glaube ich, keinen Vampir der vierten Generation. Das geringste, was wir bisher zu Gesicht bekamen, war Valna. Denn Valna, nee, Quatsch, dritten Generation. Weil Jaina ist ja, weil sie von Elaine gebissen wurde, ein Vampir der zweiten Generation, also müsste er ein Vampir der dritten Generation sein und damit auf einer Stufe mit Valna. Könnte man ihn dann nicht zum Vampir machen? Oder haben die nicht das Elras-Buch, wo auch der Spell von Vincent Wayner drin ist? Und könnten die ihn nicht zu einem Vampir der nullten Generation machen jetzt, Charon? Dann hat er ja die Kräfte eines Vampirs. Aber für diesen Augenblick sollte mir dieser Körper genügen. Vielleicht werden all diese Fragen noch beantwortet, aber ihr kennt das ja. Dafür guckt ihr diesen Kanal ja auch, unter anderem. Für diese... Oh, jetzt guck mal, es ist ganz klein und niedlich. Für diese hanebüchenden Story-Interpretationen. Was war das für ein merkwürdiges Licht? Und wo kamen diese Hügel her? Hügel? Habe ich das jetzt gerade richtig gelesen? Irgendetwas ist passiert. Ah ja, gut. Ja, wahrscheinlich, weil... Vielleicht stehe Weltumformung und so. Zum Glück ist mein kleines Haus relativ unbeschädigt. Und dieses helle weiße Licht und das Beben kann nichts Gutes bedeuten. Ach, Selene, ich hoffe, dir und Nyria geht es gut. Selene? Ist es die Mutti von den beiden? Wo kommt dieser kalte Wind her? Oh, es zieht. Muss mal zumachen, das Fenster. Hoi, da ist es geschehen. Irgendwas ist komisch. What's that noise? Und dann war es um ihn geschehen. Das war die Geschichte von Charon. Auf meinem Rückweg entdeckte ich dann in einem Käfig dieses komische Vieh, das unser erstes Schloss bewacht. Ronak! Buddy! Da ist die Schatztruhe, die ich will. Das ist die Secret of Mana Schatztruhe, die möchte ich haben. Apropos, wir müssen den Geheimgang noch finden. Die Steintafeln aus dem Schloss der Aldanes haben wir noch nicht. Ist eine Frage dazu, das heißt ja das Schloss der Aldanes, weil Aska das von der Familie Aldanes abgeknöpft hat. Ist die Familie Aldanes tausende von Jahren alt und hieß es schon damals Schloss der Aldanes oder ist es einfach nur als solches bekannt? Fragen über Fragen. Diese Stierkreatur ist loyal und unsere Elras-Magier sind auch noch da. Ha, denkste! Das sind aber nur schwächliche Magier-Novizen. Ich hatte keine Kraft mehr, stärkere Untertanen zu erschaffen. Mach dir keine Gedanken, Gerda. Wer soll sie denn angreifen, der kleine heiligen Krieger? Nein! Azkaban und Elaine, unser fixes Vampir-Trio. Diese Wichte vernichten wir gerade systematisch. Sie sind auf der Flucht und gefährliches Gewürm. Aber was macht sie denn jetzt stärker, als sie es vorher waren? Und wo ist Pharao Ostra? Müsst ihr denn nicht auch, wenn die Welt wiederhergestellt wird, müsste der nicht dann auch wiederhergestellt werden? Pharao Ostra, der Gute mit der Zipfelmütze, der so stark war. Aber er ist ja jetzt schon tot. Aber hä? Ja gut. Wahrscheinlich ist es so, dass sie befreit wurden und dann ist das danach so passiert. Nun gut, um diese entmachteten Vampire kümmert sich Morlon. Vampire. Morlon! Woher kenne ich den Namen? Kenne ich den aus dem Vincent Waynard Flashback? Irgendwas klingelt bei dem Namen Morlon. Ihre Existenz beweist, dass Morlon erfolgreich war. Also ist Morlon... Ist Morlon vielleicht... Fragt sich nur, wie er aus dem Buch entkommen konnte. Also Morlon scheint ja auch ein Schattengeist zu sein, einer dieser Elras. Babos. Ne? Die illustren Rei. Gadar. Gorgoth und Morlon. Und Morlon, kann es sein, dass Morlon derjenige war, der Vincent Waynard? Kann er den besessen haben? Ich kann mir das sonst nicht erklären, dass ein unbedeutender Priester in einem unbedeutenden Dorf, wie Vincent Waynard in Vampire's Dawn 28.000 Mal genannt wird, ich übertreibe nicht, an so viel Macht gelangt. Vielleicht hat er irgendwie dieses Buch gefunden und dann ist Morlon in ihn. Ich weiß es nicht. Das ist eine wirre Theorie, eine Game Theory. Das ist heute wieder schlimm. Das sind wieder diese Post-Erkältungsfolgen, wo mein Gehirn immer noch so auf Sparflamme arbeitet. Wir werden ihn holen, wenn die Zeit reif dafür ist. Solange kann er ruhig diese Vampire unter Kontrolle halten.
Oder ist Morlon gerade Jinnai? Ist Jinnai Morlon? Ich hab doch keine Ahnung, Freunde. Kümmern wir uns lieber um die anderen Burgen und die Steintafeln. Verdammter Ustra! Ich dachte eigentlich, dass Jinnai auf der Seite von Pharao Ustra ist, aber vielleicht ist es auch Morlon, der sie auf eine falsche Fährte lockt. Kaum noch vernünftige Zauber drin. Aber mit der Schere so ein bisschen. Ja? Sonst hätten wir den Clan wesentlich schneller besiegen können. Wie viele magische Bücher gibt das denn? Ist es das magische Buch immer noch, das damals Aska hatte? Und dann, also das damals Vincent Wainard hatte, dann hatte es Aska und schlussendlich Valna und Elaine und dann wieder Aska und jetzt Jaina. Das müsste auch das gleiche sein. Wird er es schaffen? Die Matrosen haben getan, was sie konnten, sind allerdings auch nur rudimentär in der Heilkunst ausgebildet. Sein Schiffsarzt ist eben kein Heiler mit magischen Kräften. Ich hoffe, wir kommen rechtzeitig nach Burg Horan oder Schloss Ardos. Dort sind gute Heiler stationiert. Sie werden das bloß helfen können. Momentan können wir nur beten. Beten? Ich bin hier, um Gott oder das Schicksal um Hilfe zu beten. Thoughts and prayers for Asmus Klaia. Ich gestalte lieber selber meine Zukunft. Alles klar, Nyria. Kannst du bitte aufhören, bei jeder sich bietenden Gelegenheit ein kraftvolles Plädoyer für sich selbst zu bieten? Ich weiß, ich bin all about female empowerment, aber das ist einfach so... Vielleicht nicht ganz so sehr dick auftragen, meine Gute. Völlig geschlechtsunabhängig. Ich mag Leute einfach nicht, die ganze Zeit von sich reden. Mache ich das nicht die ganze Zeit nur. Es tut mir leid, Nyria. Mehr kannst du im Moment nicht für ihn tun. Es ist immer so dieses Mantra, wenn man sich selbst pusht. Du schaffst das. Du bist der Beste. Also irgendwie meistens so... Also ich finde es gut, wenn man so positiv sich selbst gegenüber eingestellt ist. Aber es ist nicht irgendwie so, sich selbst high-fiven, so... Du bist die geilste, Nyria. Go get him! Weiß ich nicht, bin ich nicht der Typ für. Ich werde einige Dinge mit dem Kapitän besprechen. Du kannst an seiner Seite bleiben. Das werde ich. Gut. Asmus ist ein guter Führer. Er hat uns so viel beigebracht. Aber nicht den Rundumschlag, den habe ich durch mein Level abgelernt. Er wird es schaffen, davon bin ich überzeugt. Ich werde ein wenig aufs Deck gehen und dort nach dem Rechten sehen. Ist gut. Also man hätte ihm wenigstens ein Gesicht sponsern können. Wenigstens einen Namen. Halte aus, Asmus. Bald wirst du wieder gesund sein, das schwöre ich. Weiß nicht, ob man das schwören soll. Warum hat Jaina dir das nur angetan? Was ist mit ihr geschehen? Wie konnte sie mich nur so verraten? Ich verstehe es einfach nicht. Was ist überhaupt geschehen? Was? Immer dieses Licht überall. Hast du von dieser Erdbeben? Ein Gestank von Rauch in der Luft. Berge haben sich erhoben. Plötzlich sind Städte dort, wo nie welche waren. Meere dort, wo früher Land war. Wiesen, wo früher Gebirge die Erde bedeckten. Welche verfluchte Magie ist dafür verantwortlich? Welche Person hat Schuld an meiner Situation? Warum trage ich auf meiner Rüstung das gleiche Wappen wie Asmus auf seiner? Ob ich nie von einem Clan der Heiligen Krieger gehört habe? Was ich aber auch frage, so worldbuilding-mäßig, ne? Ich weiß, sorry, es gibt überhaupt keinen Fluss, aber ihr müsst mir Raum für meine wirren Theorien leisten. Das kriegt ihr kostenlos bei einem Abonnement von The Blake Box mit dazu. Es gibt ja eine zeitliche Differenz zwischen Vampire's Dawn 1 und Vampire's Dawn 2, die mehrere tausend Jahre betrifft. Jetzt gucke ich mir mal die Entwicklung unserer Welt an und die haben ja hier scheinbar keine Autos in Vampire's Dawn 1. Das scheint mir so ein spätmittelalterliches Setting zu sein. So ein mittelalterliches Setting. Und in Vampire's Dawn ist man dann so vielleicht ein paar hundert Jahre später von der Entwicklung hier in der echten Welt. Ja, es sind aber mehrere tausend Jahre vergangen. Und zum Vergleich, so irgendwie aus der, sozusagen, wir bauen irgendwelche Stein- und Lehmhäuser zu, wir bauen Wolkenkratzer, sind vielleicht 2.000 bis 3.000 Jahre vergangen in der Welt. Warum haben die in Vampire's Dawn keinen technologischen Fortschritt? Jetzt seid ihr dran. Ich war gerade auf einer Mission, beauftragt von seiner Majestät, dem König. Ich sollte mit einem Trupp schauen, wo die Ritter geblieben sind, die Steuern vom Schloss der Ordeins eintreiben sollten. Wir waren gerade auf einem Schiff, als sich plötzlich unter uns der Boden anhob. Überall waren Kometen am Himmel und dann plötzlich dieses Licht. Okay, das wurde mir in der Kommentarsektion genannt und ich finde das einen zu guten Punkt, um das nicht hier auch noch zu erwähnen. Das ist nämlich eine kleine Inkonsistenz, weil wie lange ist die Gute unterwegs? Ich glaube, Lianora hat es erwähnt. Ist sie geschwommen? War die zu Fuß unterwegs? Weil, ihr müsst ja bedenken, das, was da passierte, da war der König ja schon monatelang tot.
Mit was für einem Schiff sind die? Sind die mit einem Paddelboot gefahren? Also sie scheint ja nicht mal Kunde vom Tod des Königs gehabt zu haben. Warum ist sie dann nicht früher in Klenner gewesen und hat gemerkt, oh, der König ist tot, hier ist die Kacke am Dampfen. Naja, überall waren Kometen am Himmel und dann plötzlich dieses Licht. Das ist das Letzte, an das ich mich erinnern kann, bevor ich im Schloss Saras aufgewacht bin. Oh, Asmos, nie hätte ich gedacht, dies jemals sagen zu müssen. Asmos, ich brauche deine Hilfe. Bitte halte aus. Also ich... Asmos, du solltest schlafen. Oh, er ist wach. Moin. Lyria. Wo sind wir? Wir sind auf einem Schiff des Clans. Lyria. Ich will nicht durch die Elras sterben. Nicht so wie mein Vater. Mein Vater? Mein Vater starb im Kampf gegen die Elras. Als er um die Steintafeln kämpfte. So ein bisschen, du musst die Erkältungsvoice channeln, dann geht das. Gleich ist es soweit. Es ist das dritte Mal, dass wir diese Szene sehen. Ich schätze die letzten Zeilen des Spruches auf dieser Steintafel. Dies wird uns ermöglichen, die Welt uns untertan zu machen. Dann denkt man, dritten Mal kann ich es glatt vorlesen, geht aber nicht. Sehr gut, endlich ist unsere Zeit gekommen. Nur noch wenige Augenblicke. Niemals. Es ist Sir Aaron. Was? Wer wagt es, uns zu stören? Ihr werdet diesen Zauber niemals vollenden. Das behauptet ihr. Wir sehen das ganz anders. Flieht und wir verschonen euch. Agaleo. Klingt wie ein Geografie- und Linguistikmagazin für Kinder. Die neue Ausgabe des Agaleo. Nicht zögern, Agaleo, Angriff! Agaleo chillt eine Runde. Wir kommen, Leute! Nicht warten, bis ihr dran seid, alle gleichzeitig. Stirb! Sterbt selber! Nieder mit den Elras! Tut mir leid. Wir haben es geschafft. Es ist ein Tod. Agaleo. Aaron. Dieser Zauber darf niemals ausgesprochen werden. Zerstöre die Steintafel. Lass meinen Tod nicht umsonst gewesen sein. Halte durch! Du darfst jetzt nicht sterben, nicht im Moment unseres Sieges! Zerstöre die Steintafel! Und kümmere dich um meinen Sohn Asmus! Bringe ihm bei, was du mir beigebracht hast! Mache ihn zum guten Krieger! Agaleo! Ich werde mich um Asmus kümmern, so wie ich mich um dich gekümmert habe. Warum hat er diese Version der Geschichte denn jetzt geheim gehalten? Also er wollte ja nicht, dass das erzählt wird, dass er selbst da mit dabei war. Aber warum hält er das denn unter Dach und Fach? Warum erklärt er das nicht Nyria, sondern macht das mit anonymen Rittern? Aber wir werden es vielleicht gleich erfahren. Er hat Seite an Seite mit Sir Aaron gekämpft, um zu verhindern, dass die Elras den Zauber auf dieser Steintafel fertigstellen konnten. Was sollte denn der Zauber bewirken? Ehrlich gesagt, wissen wir es nicht. Er hat dich doch mit in die Katakomben genommen, um genau das herauszufinden, Nyria. Was hast du denn wieder für ein Kurzzeitgedächtnis hier? Meine Güte, ein bisschen hier, wie heißt das hier, Vita-Sprint in eine Birne, damit da oben wieder alles tickt. Wäre auch mal eine Möglichkeit. Sir Aaron ist danach seinem Versprechen an meinen Vater nachgekommen, hat die Steintafel in 9 Stücke zerschlagen. Diese verteilte er auf die stärksten Burgen und Schlösser des Clans. Dort sollten sie in den Katakomben auf ewig verschlossen sein. Niemals darf dieser Zauber fertiggestellt werden.
Aber wenn ihr nicht wisst, was er bewirkt, warum habt ihr solche Angst davor? Ja, weil ihr das wahrscheinlich jetzt nicht aus Jux und Dollerei so jahrelang an so einer Steintafel arbeiten. Wäre jetzt mein Tipp, liebe Nyria. Es ist ein Zauber der Elras. Er kann nur Tod und Zerstörung bringen. Warum wurde die Steintafel denn nicht völlig zerstört? Warum gerade in 9 Teile? Laut Sir Aaron ließ sich die Steintafel einfach nicht komplett zerstören. Trotz aller Versuche zersprang die Steintafel nur in diese 9 Teile. Und das ist praktisch für den Plot, deswegen akzeptieren wir das jetzt. So, so. Es gibt keinen Grund für mich, Sir Aaron nicht zu glauben. Er hat sich nach dem Tod meines Vaters um mich gekümmert, mir viele Dinge beigebracht und dafür gesorgt, dass aus mir ein guter Anführer wurde. Oder aber, Sir Aaron erzählt einen Haufen Bullshit und irgendwie Agaleo ist gar nicht so richtig freiwillig gestorben. Und möglicherweise hat er sich widerwillig Sir Aaron aufgeopfert und er hat ein schlechtes Gewissen. Man weiß es ja nicht. Es gibt ja auch noch diese andere. Es gibt jetzt 3 Alternativen, die wir zur Wahl haben. Entweder sind anonyme Krieger, die kann ich schon mal wegschieben. Die Variante ist wahrscheinlich sehr unrealistisch, dass es irgendwelche random Krieger waren, die das gelöst haben. Die zweite Variante ist die, die wir gerade gesehen haben. Die dritte Variante ist ja die mit Pharao Ustra. Mein Vater ist wenigstens ehrenhaft gestorben, in Ausübung seiner Pflicht. Na toll, davon kann er sich richtig viel kaufen, du. Es klingt so, als wäre dein Vater einen sinnlosen Tod gestorben. Er ist ein einfacher Jäger gewesen. Auf der Jagd wurde er von einem Bären tödlich verletzt, weil seine Begleiter versagt haben. Das hat mir meine Mutter einige Jahre nach der Geburt meiner Schwester erzählt. Sie war gerade schwanger geworden, als er ums Leben kam. Auf der Jagd. Was für ein sinnloser Tod. Damals fing ich an, das Messerwerben zu üben. Ich wollte eines Tages den Bären erlegen, der meinen Vater getötet hat. Ich war jung und naiv, doch haben mir meine Fähigkeiten im Messerwerfen bisher gute Dienste geleistet. Außer wenn ich nicht treffe, was bei 90% der Fälle oder 100% der Fälle, wo ich es bisher ausprobiert habe, der Fall ist. Nie konnte ich mit ihnen den Bären erlegen, dem ich so sehr den Tod wünschte. Das Einzige, was mir von einem Vater geblieben ist, ist dieses Amulett. Ein halber Mond. Die Hälfte trug mein Vater, eine meine Mutter. Moment. Raron hat doch eine Hälfte des Amuletts. Kann es sein, dass Raron der Daddy-O von Nyria ist? Leiche meines Vaters wurde nie gefunden. Vielleicht hat die ihm auch einfach was vom Pferd oder vom Bären erzählt und Daddy ist mal eben kurz Zigaretten holen gegangen und lebt jetzt als Einsiedler irgendwo in der Pampa. Das muss man jetzt herausfinden. Der Bär muss sie wohl komplett zerfleischt haben. Die Hälfte des Amuletts ging verloren. Die Hälfte, die ich um meinen Hals trage, hat mir dann meine Mutter gegeben, als Erinnerung an meinen Vater. Erzähl weiter. Hauptsache, du redest und ich muss nicht. Außerdem kann man bei deinem Gesabbel ganz gut einschlafen. Das ist Amulett. Ich habe die andere Hälfte vor kurzem gesehen. Du hast es gesehen? Diesen Typen, der hinter uns aufgetaucht ist, bei dem Angriff auf Burg Yola. Er trug es, da bin ich mir sicher. Aber das würde bedeuten... Nein, das glaube ich einfach nicht. Er kann nicht mein Vater sein. Erinnerst du dich denn nicht, wie dein Vater aussah? Hat sie nicht gerade gesagt, dass der während die Mutter schwanger war, gestorben ist? Also vielleicht ist er ein Superheld und hat irgendwie X-Ray, oder sie ist eine Superheldin und hat X-Ray Vision, kann durch die Bauchdecke durchgucken, ihm schön ins Gesicht winken, hallo. Das ist so lange her, ich bin mir nicht sicher. Vertraut kam er mir schon vor, aber kann es nicht sein. Was für ein Schicksal wäre das denn, wenn mich meine Schwester und mein Vater verraten würden? Vielleicht hat er das Amulett auch nur gefunden. Ja, also Zufälle, da glaubt man hier super dran. So. Fand ich ganz nett, war hier im Euromarkt, war das in der Auslage. Habe ich bei Wahres für Rares verkauft, dachte ich. Sehr gesagt, die Leiche deines Vaters und damit auch das Amulett wurden nicht gefunden. Du hast recht, er muss es gefunden haben. Keine andere Erklärung. Und hat er nicht, also Moment, aber das war ja schon alleine, wir wissen ja im Flashback, dass er von Selene und Nyria erzählt hat. Aber warum kam mir dieser Kerl da nur so bekannt vor? Oder war das mit der Schwangerschaft gemeint, dass es die Schwangerschaft mit Jaina war? Aber kann ja nicht sein. Ja, es sind mir zu viele Fakten. Wer weiß, ich hoffe, wir kommen bald an. Meine Wunde schmerzt sehr. Nach diesem 3 Kilometer Dauerlauf durch den Wald
muss ich jetzt auch schon die ganze Zeit irgendwelche persönlichen Geschichten mit dir austauschen. Ich würde am liebsten schlafen und ich liege immer auch in dieser Ritterrüstung drin, weil die Leute es scheinbar nicht wissen, dass es wahrscheinlich ein bisschen angenehmer ist, wenn man mich entkleidet. Halte durch. Ich fürchte, die Reise hat noch nicht einmal angefangen. Wir sind noch nicht einmal gestartet. Würdest du bitte Sarah und fragen, ob er mir noch ein Schmerzmittel besorgen könnte? Natürlich, ich bin gleich zurück. Aber natürlich gehe ich erstmal zu der Schatztruhe und habe einen Speicherstein gefunden. Saron, mach noch einen kurzen Powernap. Ich bin gleich mit dem Schmerzmittel zurück, Asmos. Das will ich auch hoffen, gute Dame. Nur keine Sorge, wir werden schon rechtzeitig ankommen. Das hoffe ich. Ich finde es sehr schön gemacht, dass es schaukelt, aber es macht mich auch ein bisschen verrückt. Die raue See ist eigentlich nichts für Mädchen, aber der Kapitän meint, es wäre besser für unsere Moral, wenn wir auch Matrosinnen an Bord haben. Du verstehst schon. Männer sind doch alle gleich. Hey, unsere Matrosinnen sind alle freiwillig an Bord. Wer gehen will, kann gehen. Mit einem Rettungsboot an Land schwimmen, oder wie? Ja, scheinbar war das genauso, wie du deine Korrespondenzen in der Welt damals erledigt hast. Ach, bisher wollte noch niemand gehen. Na schön, ich gehe mal lieber und besorge ein Schmerzmittel für Asmus. Ja, was ich irgendwie so ein bisschen abgefahren finde, also irgendwie sind alle Interaktionen, die irgendwie so das Thema Geschlechterrollen haben, hier gleich. Ne? Mann äußert sexistisches Statement, Frau antwortet mit, alle Männer sind furchtbar. Leere Fässer für Frischwasser. Ich freue mich schon, endlich mal wieder ans Land gehen zu können. Irgendwann nervt dieses Geschaukel schon. Da bin ich froh, wieder ruhigen Boden unter den Füßen zu bekommen. Matrosen haben es nicht leicht, was? Vollkommen richtig. Zum Glück haben wir nur selten Gefangene. Die machen auch nur Probleme. Und schreien die nur rum. Und ständig muss man denen was zu essen bringen. Das ist auch schlimm. Schon gut, das kannst du mir alles später mal erzählen. Man muss aber auch dazu sagen, das sieht ja schon frisch aus, was die machen. Schönen Camembert haben sie da. Ja. Mal nicht. Also, da wäre es mal sinnvoll für viele Leute zu kochen und hier gibt's nichts. Hast du Hunger? Ich könnte dir was Leckeres zubereiten. Danke, aber im Moment bin ich nicht hungrig. Vielleicht später. Wie du möchtest. Aber dem geht was. Ja, ist ja schön. Hier gibt's ein Schwert. Schattenpulver erhalten. Es ist einfach so, ich könnte es sein lassen, aber ich mach's nicht, weil es sich nicht lohnt, weil ich eine Heilflasche bekomme, wenn ich das tue. Halt volle Fässer für Frischwasser. Oh, ich wusste gar nicht, dass Frauen in den kleinen Heiligen Krieger aufgenommen werden. Bisher steht meine Aufnahmezeremonie noch aus. Folglich gehöre ich eigentlich nicht dazu, aber ich unterstütze sie und sie helfen mir. Naja, bei der Seefahrt wurden bis vor kurzem auch keine Frauen zugelassen. Aber inzwischen hat sich das geändert, aus Gründen der Moral oder so. Jetzt helfen wir so gut wie möglich. Auch wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass diese Welt eine friedliche ist. Das ist nett von ihr. Hm, ja, löblich, löblich. Ihr müsst ja wissen, inwieweit ihr bereit seid, Hilfe zu leisten. Nyria! Hey, bitte unterlasst solche Bemerkungen. Es ist, wie es ist und uns gefällt es. Fein, ich muss noch was besorgen. Entschuldigt bitte. Natürlich. Ich muss auch wieder in die Arbeit. Na, es ist ja nicht schön. Hier steht was über die Vorräte, die sich an Bord befinden. Für mich uninteressant. Es ist ja nicht so, dass, also wenn Frauen in diese Rolle gedrückt werden, ist natürlich schlecht. Aber wenn Speichersteine halten, es lohnt sich. Diese Schatztruhe habe ich auch in mein Auge gefasst. Wenn Frauen in so einer Rolle gedrückt werden, ist es nicht gut. Na, aber wenn halt eine Frau sagt, ich möchte unterstützen, indem ich mich um, sag ich mal, die Küche hier kümmere, finde ich das in Ordnung. Man muss doch jetzt nicht die Frauen bevormunden, wenn sie eine freie, informierte Wahl treffen. Oder nicht? Na, wenn das kein guter Tag für eine Seereise ist, dann weiß ich auch nicht. Sieht immer nicht danach aus, als gäbe es einen Sturm. Ja, aber die See ist unberechenbar. Wer weiß, wie das Wetter morgen ist. Vielleicht haben wir Glück und wir geraten in kein Unwetter. Das hoffe ich auch. Ja, ich hoffe es auch. Fässer für Frischwasser. Hier oben ist die Frischwasserversorgung auf jeden Fall noch gut. Na, wie gefällt dir unser schönes Schiff? Ist es nicht großartig? Ja, ziemlich schön. Ziemlich, du untertreibst. Es ist ein wirklich großartiges Schiff. Und unsere maximale Geschwindigkeit ist wirklich beeindruckend. Es ist eines der schnellsten Schiffe der Flotte. Toll. Ich geh mal lieber, ich habe andere Dinge zu erledigen. La Zalantine ist wirklich ein passender Name für so ein Schiff. Ja, dieses Schiff ist wirklich toll. Auch das ist, liebe Freunde, eine unterwegs in Düsterburg-Referenz. Yay! Ihr wisst, hier oben könnt ihr klicken, wenn ihr noch Lust habt, euch in Folge das unterwegs in Düsterburg Let's Play anzugucken. Da ist La Zalantine einer der Charaktere des Spiels. Das ist also auch eine unterwegs in Düsterburg Referenz, auch ein Spiel, in dem Malex indirekt mitgewirkt hat, nur unterstützt hat, ein Spiel von Grandy. Wir haben die unterwegs in Düsterburg Referenz schon in Folge 2, glaube ich, gesehen. Ich hoffe, wir geraten in kein Unwetter. Ich hasse Regen. Wollen wir es nicht hoffen?
Fässer für Frischwasser. Eine handfeste Überraschung. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich mache diese folgende Szene noch. Ja, wir haben jetzt zwar fast alles erledigt, aber ich spreche mal hier mit dem Captain. Fässer für Frischwasser. Endlich haben wir auch Frauen an Bord, wurde auch Zeit. Du solltest dir aber wie die anderen den Matrosinnenanzug anziehen. Der ist schöner als so eine kalte Rüstung. Dsch. Bin nicht eine eurer Spielmädchen. Spielmädchen, jetzt bist du aber gemein. Wir zwingen sie zu nichts. Das will ich euch auch geraten haben. Kein Mann darf eine Frau zu irgendetwas zwingen. Ja, korrekt, aber auch keine Frau darf eine Frau zu irgendetwas zwingen. Wenn die freiwillig da sind, Hyria, als Groschen. Ja, ja, genau. Ihnen die Masse. Ja gut, die Sexismuskeule wieder. Oberster Matrose. Oh, hallo. Hallo. Weißt du, wann wir los waren? Asmus muss schnell zu einem Heiler. Sarah bespricht noch die Route mit dem Kapitän. Es ist ja einiges passiert. Das kann man wohl sagen, aber das wird auch sicher später euer Kapitän noch erzählen. Zu dem werde ich jetzt mal gehen. Tu das. Ich bereite mich schon mal auf den Start des Schiffes vor. Habe ich gelesen, ne, noch in dieser kurzen Zeit. Aber wo ist der Kapitän denn? Ich dachte, er ist hier oben. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich den hier sprechen kann. An, auf, bei, Deck. Wir sind... Hä? Kannst du mich mal durchlassen, Kollege? Danke. Heiß und fettig. Bin ich blind? Ah, hier, hier. Ja, ich hab... Der Mast. Ich hab's verdeckt gesehen hier. Und so müssen wir schnellstens nach Bokoran oder Schloss Ados, um das Atmos beeilen zu lassen. Das ist aber eine wirklich weite Strecke. Bis Bokoran sind es knapp 3 oder 4 Tage, wenn der Wind günstig ist. Und glücklicherweise ist die La Zalantina eines der schnellsten Schiffe der Flotte. Diese elenden Elras sind stark geworden, sehr stark sogar. Wir müssen auch mit den Propheten des Clans sprechen, es ist undabdingbar. Na schön, wenn der Clan einen Propheten hat. Ein Schritt weiter zum Kult. Das klingt nicht gut. Wir werden sofort losfahren, sobald die Vorräte an Frischwasser aufgefüllt wurden. Denkt an das Vitamin C, ne? Skorbut und so. Das dauert noch knapp eine Stunde. Ich hoffe, die Elras entdecken uns nicht vorher. Wir wären ihnen nicht gewachsen. Wie schlimm steht es um Asmos? Nun, es wurden wohl keine lebenswichtigen Organe getroffen, allerdings blutet er ziemlich stark. Ich hoffe, eure Heilmittel helfen ihm, sonst wird er nicht durchhalten. Nein, er darf nicht sterben. Ah, Nyria! Oh, Nyri. Komm her zu uns. Asmus fragt nach einem weiteren Schmerzmittel. Könnt ihr ihm eines geben? Natürlich. In meiner Kiste hinten habe ich noch welches für schlechte Tage. So eine Ibuprofen 100er. Tausender, meine ich. Und das hier ist Nyria. Eine starke Frau, die ihr Gedächtnis verloren hat. Oder zumindest weiß sie nicht mehr, wie sie zu uns gekommen ist. Wir haben sie vor Schloss Zaras bewusstlos gefunden. Sehr freut euch kennenzulernen, Lady Nyria. Ein Mann von Qualität. Lady Nyria. Natürlich. Entschuldigt, wenn ich mich um das Schmerzmittel und Asmus kümmere. Ja, selbstverständlich. Nehmt es euch ruhig und bringt es ihm. Danke. Ist sie qualifiziert, die Dosierung von Schmerzmitteln einzuschätzen? Asmus würde es schaffen, keine Sorge. Wenn wir endlich losfahren, dann schon. Ohne Frischwasser geht es halt nicht, Nyria. So lange müssen wir noch warten. Ja, ist schon gut. Ich will doch nur, dass Asmus endlich geheilt werden kann. Das will ich auch, glaub mir. Bring mir jetzt das Schmerzmittel. Das mache ich. Selbstverständlich, Herr Freilich. Das Schmerzmittel ist in der Kiste, Nyria, nicht da, wo du gerade suchst. In welcher? Ja, in der Schmerzmittelkiste, natürlich. Der möchte nicht mit mir sprechen. Das Schmerzmittel ist in der anderen Kiste, Nyria, nicht da drin. Ja, wo soll ich das denn wissen? Es ist hier drin. Ja, ich weiß. Schmerzmittel erhalten. Ibuprofen 1000. Heilt alles. Ein Mittel gegen starke Schmerzen. Ist das die gleiche Marke, die auch Valna am Anfang von Vampire's Dawn 1 zu sich nahm und dann in einen traumlosen Schlaf fiel? An dessen Ende der Biss. Beziehungsweise, nee, die Entführung von, wo gehe ich eigentlich hin? Von der werten Frau. Aisha stand. Asmus macht einen Powernap. Auch wir machen einen Powernap und unterbrechen für heute. Vielen Dank fürs Zusehen, auch in dieser Folge. Ja, dann wollen wir mal sehen, ob wir in der nächsten Folge das Schicksal von Asmus Kleier eruieren können. Wir haben ein bisschen was erfahren über Nyria, über ihre Backstory.
über Raron und seine Backstory und Asmos Klaia und seine Backstory. Also viel Exposition hier weiterhin für unsere Charaktere. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Würde mich ebenfalls sehr freuen, wenn ihr über ein Like und oder ein Abonnement hier auf diesem Kanal nachdenkt. Und ja, das war's soweit mit dieser Folge, der Nacherkältungsfolge hier bei The Black Box. Macht's besser als ich, bleibt gesund und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Ciao.